Hallo zusammen, mein Name ist Tobias Albrecht, ich bin einer von den drei Vorständen vom HC Lauchhengen und in dem Video heute möchte ich euch einen kleinen Einblick in unseren Vereinsalltag geben. Bleibt dran! Ja, die Freude bei uns ist riesengroß. Wir dürfen endlich wieder in der Halle trainieren und das von klein bis groß. Ich habe die Woche das gesehen, das Leuchten der Kinder in den Augen, dass sie wieder endlich in der Halle trainieren dürfen. Und da möchte ich auch an der Stelle mich mal bedanken bei unseren Hygieneverantwortlichen, beim Alex und beim Jens. Ihr habt Woche für Woche neue Konzepte ausgearbeitet und Gott sei Dank mit den sinkenden Zahlen aktuell haben wir kaum Vorschriften. Wir können nahezu uneingeschränkt wieder in der Halle trainieren und das ermöglicht auch, dass wieder Probetraining möglich ist. Das heißt, wenn ihr Bock auf Handball habt, egal in welcher Altersklasse, dann kommt doch einfach mal zu uns im Training, schaut, ob ihr auch Spaß am Handball habt. Im letzten Video-Update hatte Sevi den Aufruf gestartet, dass wir noch weiterhin Trainer suchen. Leider sind wir in der Suche noch nicht weitergekommen. Wir brauchen weiterhin dringend drei weitere Trainer, und zwar für unsere D-Jugend. Die sind mittlerweile 27 Kinder, die regelmäßig ins Training kommen. Wir müssen dringend zwei Mannschaften ausbilden dort und es besteht weiterhin großes Interesse, auch noch an neuen Spieler zur Mannschaft zu stoßen. Das geht nur, wenn wir neue Trainer gewinnen, die in der D-Jugend aushelfen. Auch für die A-Jugend weiblich suchen wir weiterhin eine Trainerin oder einen Trainer. Hier warten 14 motivierte Spielerinnen auf dich. Und falls du dich angesprochen fühlst, melde dich beim Jens, Sevi oder mir. Wir unterstützen euch von der Vorstandschaft und auch unsere erfahrene Trainerschaft steht für euch zur Verfügung. Ihr werdet nicht ins kalte Wasser geworfen. Wir feiern dieses Jahr 40-jähriges Vereinsjubiläum und haben am 27. März damit begonnen, von der Gründungsversammlung Bilder zu posten, auch in der Zeitung und auf Social Media habt ihr schon einiges darüber lesen können. Und zu einem ganz besonderen Highlight möchte ich jetzt kommen. Unser brandneues Jubiläumstrikot. Mit diesem Trikot möchten wir euch, lieben Mitgliedern, auch ein kleines Stück zurückgeben, da aller Voraussicht nach kein riesen Vereinsfest durchführbar ist aktuell, aufgrund der aktuellen Situation. Und ihr könnt das Trikot nachher kostengünstig auf der Homepage erwerben. Auf ein paar Details des Trikots möchte ich eingehen. Jeder, der dieses Trikot bestellt, der wird nachher seinen Namen hier in dieser Schraffur wiederfinden. Außerdem findet ihr die Jahreszahlen von anlässlich unseres Jubiläums auf dem Rücken. Den HC Lauchhengen Schriftzug, eine beliebige Rückennummer und einen beliebigen Namen. Da könnt ihr euren Spitznamen wählen oder Vor- oder Nachnamen. Und ein besonderes Highlight ist unser neuer Premium-Sponsor, der Wohnpark Dick. Auch hier nochmal ein herzliches Dankeschön. Und unseren altbekannten Ausstatter Scherte Schmidt Sport in Tiengen. Ja, liebe Mitglieder, euch ist es bestimmt als allererstes aufgefallen, hier auf der Brust brennt ein neues HC Lauchhengen-Logo. Hier in der Special Edition 40 Jahre HCL und das offizielle Logo blenden wir euch jetzt ein. Dieses Logo wird auf sämtlicher Vereinsbekleidung platziert, die neu angeschafft wird. Wir bedanken uns bei Vanessa Gerlach für die komplette Umsetzung von dem Corporate Design. Wir sind mega begeistert darüber und wir sind auf euer Feedback gespannt. Zu einem weiteren Highlight im Rahmen unseres Jubiläums möchte ich euch mit in die Halle nehmen. Also, kommt mal mit! Ja, hier finden gerade die Aufnahmen für unser Sticker-Star-Album statt. Wir haben über 200 Mitglieder, die sich ablichten lassen. Und großer Kickoff wird im Herbst diesen Jahres sein. Seid gespannt! Ja, wir sind jetzt am Ende des Videos angelangt. Auf eine Aktion möchte ich euch noch hinweisen, und zwar das Stadtgarten, das aktuell in Lauchhengen stattfindet. Wir vom HCL haben auch ein Team. Falls ihr noch nicht registriert seid, meldet euch an. Wir würden uns freuen. Und falls ihr ins Training kommt, kommt doch mit dem Fahrrad und nutzt diesen wunderschönen neuen Fahrradständer, den die Gemeinde Lauchhengen neu angeschafft hat. Hier sind eure Fahrräder trocken und können sicher abgeschlossen werden. Und ihr sammelt Kilometer und tut was Gutes für die Umwelt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis bald, euer Tobi.